Ja, Freunde der Altbausanierung, in diesem Video geht es um Kabelschlitze und wie man diese möglichst einfach verputzen kann. Wenn dich das Thema interessiert, bleib dran, gleich geht's los. Also, Kabelschlitze verputzen auf möglichst einfache Art und Weise. Ich zeige euch erstmal eben, worum das hier geht, das Thema. Ich bin hier in einer leerstehenden Wohnung und gehe mit euch mal ein bisschen rum hier durch die Räume. Hier geht es schon los. Um diese Geschichten dreht sich das alles. Also nicht nur um Kabelschlitze, sondern auch das, was im Zuge der Kabellagearbeiten, sage ich mal, noch zusätzlich an Putz mit abfällt, so wie solche Sachen hier unten zum Beispiel. Das muss natürlich alles mit zu. Das ist der eine Raum hier. Dann haben wir hier im Flur zum Beispiel einen Sicherungskasten neu eingebaut. Hier die ganzen Schlitze neu gezogen. Und jetzt ist vom Elektriker soweit, sind die Kabel fertig verlegt worden. Hier geht es dann noch weiter. Den nächsten Raum. Dort die Sachen, dort sehen wir in der Ecke zum Beispiel auch, dass noch mehr ausgebrochen ist. Hier waren die Bauschaumpiraten schon unterwegs, wie wir sehen. Immer wieder köstlich, sowas. Naja, da wollen wir mal gucken. Das müssen wir natürlich auch mit anputzen. Dort mit ein bisschen mehr Bruch, wo wahrscheinlich auch noch zusätzlich was an Putz kommen wird, runterkommen wird. Wenn ich nämlich zum Beispiel sehe, hier, machen wir das mal so, ne? Altbau live, das ist der Raum hier hinter, ist das Badezimmer und dann wahrscheinlich auch durch die Erschütterung noch vom Stemmen hat sich hier der Putz auch gelöst, also ganz normal. Wie das im Altbau nun mal so ist. Das sind immer die Sachen, die sozusagen als Bonus dazukommen, wo sich die Leute oder Kunden oftmals wundern, wenn ich vorher sage, ja, denken Sie dran, da kommen noch in etwa so und so viele Stunden dazu für zusätzliche Verputzarbeiten. Ja, was soll das denn sein und so weiter. Und das sind genau diese Geschichten, von denen ich dann da rede. Von daher, wenn ihr solche Umbauprojekte habt, auch bitte dran denken, tut euch selbst den Gefallen und denkt euch da in die Sachen, die ihr vorhabt, genügend Puffer mit ein für solche Eventualitäten. So, jetzt sind wir hier noch in der Küche, das ist dann der letzte Raum. Da den alten Fliesenspiegel, hier auch noch ein bisschen Kabel neu gezogen. Dort neben der Tür und hier haben wir die Rückseite von dem, na, wo sind wir denn hier? Nicht an der Decke. Hier haben wir die Rückseite von dem Sicherungskasten. Da werde ich euch dann auch zeigen, wie man so eine Sachen relativ einfach hier und geschmeidig wieder zubekommen kann. Wenn ich dann jetzt hier anfange mit diesen Geschichten, dann gucke ich nun als erstes mal, bevor ich mir überhaupt irgendwie Mörtel anrühre oder was, gucke ich natürlich durch. Da haben wir ja eben gerade gesehen, wie der Putz da schon von alleine praktisch im unteren Bereich der Wand abgefallen ist. Und so gucke ich dann erstmal durch, ob das alles der Putz, der drumherum sitzt, der alte, ob der dann auch so fest ist, dass ich dann einfach verputzen kann. Hier sehen wir nämlich zum Beispiel auch, dass der abgerissen ist, der Putz hier. Und sowas schlage ich den mir dann natürlich erstmal gleich mit ab. Guck hier, fass hier mal an, ob da der Putz lose oder fest ist an den Kanten. Da sieht es ganz gut aus. Und das ist jetzt praktisch das Erste. Hier hat der Elektriker wieder großzügig
mit seinem Gips hantiert, was auch immer so eine Sache ist. Wo ich gleich mal eine kleine Ansprache an meine lieben Elektrikerkollegen halten kann hier. Wenn ihr die Dosen eingibst, Leute, soll der Gips niemals überstehen. In 80% der Fälle ist es jedes Mal dasselbe Theater, dass man dann irgendwelche Beulen hat, wo unser einer dann als erstes beigehen kann und das wieder abkratzt oder abschlägt oder sonst was, genau wie hier. Also das wäre cool. Beim Eingipsen einfach mit dem Gips zurückzubleiben und nicht Beulen nach außen hin da ranzusetzen. Aber das nur mal so am Rande. Es ist aber allerdings immer so ein bisschen ja, so eine Sache hier. Jetzt gehe ich dabei und stemme das wieder weg, was der Elektriker eingegipst hat. Und das macht ja nicht wirklich Sinn. Ja, und so gucke ich dann jetzt erstmal eben mir die Sachen durch hier. Wie das hier so aussieht. Ist es lose, ist es fest? Gucken die Kabel eventuell noch raus und vor? Sowas passiert ganz gerne mal. Sowas passiert ganz gerne mal hier an solchen Bögen denn oder an den Ecken, dass dort das Kabel noch so rausguckt. Also wenn ich dann, wie hier zum Beispiel, gehe ich bei und halte mir den Zollstock in die Ecke und sehe ja, wo ich hier mit dem Putz hin muss. Naja, gleich beim Verputzen. Und wenn dann zum Beispiel hier diese Schelle hier, diese Befestigungsschelle rausguckt, ist das auch wieder so eine Sache, wo man dann beigehen würde und eine Beule putzen müsste oder spachteln müsste, sowas in der Richtung. Ist schon wieder ein bisschen was mehr weggeplatzt. Und so eine Klopfe klingt das hier auch noch ein bisschen hohl. Also gehe ich daher und schlage mir die Kante hier gleich noch ein bisschen mehr mit weg. Bis dahin, wo ich merke, dass der Putz dann wirklich fest ist hier. Aber da sieht es soweit jetzt ganz gut aus. Und dann können wir hier nämlich gleich mit dem eigentlichen Verputzen loslegen. So, jetzt habe ich mir schon mal Mörtel angerührt hier und da schon mal ein bisschen angefangen. Und jetzt will ich euch das mal zeigen, wie ich das hier mache. Als erstes wieder mal wie immer machen wir vor dem Verputzen natürlich die ganze Sache hier vernünftig nass, damit wir da ordentlich Verbund zwischen Mauerwerk und Mörtel hinbekommen. So, jetzt geht's los hier mit dem Mörtel rein drücken in die Kabelschlitze. Da gehe ich einfach bei, halte mir das Reibbrett unter und drücke schön den Mörtel in den Schlitz rein. Sehe zu, dass der schön voll ist. Drück den Mörtel auch noch mal unten an die Kante an. Und guck dann, zieh dann noch mal einen drüber. Dass der wirklich gut gefüllt ist,
der Kabelschlitz hier und nicht, dass der Mörtel zurück reinsteht, sondern übersteht jetzt erstmal. So, jetzt habe ich den Mörtel hier ein Weilchen dran gelassen. Ich sag mal 5 Minuten ungefähr. Und jetzt habe ich euch ja gesagt, dass ich euch zeigen will, wie das einfach und relativ schnell geht, sag ich mal, mit dem Verputzen der Kabelschlitze hier. Und die Sache ist hier nämlich auf dieser Baustelle folgende, dass die ganzen Wandflächen komplett übergespachtelt werden vom Maler im weiteren Verlauf der Arbeiten hier. Also da wird auf alle Fälle mindestens 2-mal gespachtelt und jetzt bin ich mit dem Maler dann so verblieben, dass ich die Schlitze und so weiter dann nur grob zuputze und er dann praktisch die nachfolgenden in Anführungszeichen Restarbeiten macht, das Überspachteln. Und da gehe ich jetzt nämlich her und nehme mir einfach eine Glättkelle und setze mir die hier an. Ich gehe jetzt also nicht dabei und reibe mir die Schlitze hier mit dem Reibbrett ab und wische die Kanten noch nach mit dem Schwamm oder sonst was, sondern Karo einfach links gestrickt, Glättkelle ansetzen und kratz so den überstehenden Mörtel ab. Und das war's. Da freut sich der Maler nämlich, dass er hier keinerlei Überstände hat oder sonst was und der Mörtel eher auch durchs Trocknen nachher noch nach innen einfällt und er dann keine Beulen hat oder so oder irgendwie sowas, was er dann noch wieder großflächiger überspachteln müsste oder so oder in der Richtung, sondern so ist das wunderbar passiert, das Thema hier. Und der Maler kommt da gut klar mit seinen Arbeiten hier, wo ich oben im Reibbrett abgerieben habe. Da gehe ich auch einfach nochmal her. Hier sehen wir das ganz gut. Dass wenn man mit dem Reibbrett reibt, doch immer noch ein bisschen Überstand vom Mörtel da. Vom Mörtel bleibt. Und so gehe ich auch nochmal einfach heran. Mach die Kanten ein bisschen. Kratz das ab und gut ist. So, jetzt haben wir ja hier noch ein kleines Thema. Zum Beispiel mit einer bisschen größeren Fläche. Wie mache ich das da? Erstmal hier den Kabelschlitz eben vorwerfen, meinetwegen. Hier einen tieferen Ausbruch gleich noch mit zuwerfen. Und dann ziehe ich mir das einfach den Mörtel eben mit dem Reibbrett hier so rauf. So, und dann habe ich mir hier die Wasserwaage geholt. Holzbrett geht natürlich auch, was gerade da ist. Und guck mir hier mal durch, wo ich da im Lot bin und ziehe mir den Mörtel so ab. So, jetzt können wir hier unten schon mal abreiben. Ja, da brauchst du noch ein bisschen, aber die Fläche haben wir schon mal gemacht. Hier, wo die Bauschaumpiraten hier im Gange waren, da sitzt so ein quadratischer, so ein Schaltkasten, sowas sage ich mal, von der anderen Wandseite drin. Deswegen haben die das hier ausgeschäumt. Da gehe ich jetzt bei und habe mir hier ein Stück Armierungsgewebe zurechtgeschnitten. Schon mal passend klar gemacht. Und jetzt ziehe ich mir hier einmal eine Schicht Mörtel auf.
habe mir vorher noch ein bisschen hier Schaum abgepult, was so überstand eventuell. So, gehe da jetzt her. Ziehe mir das einmal vor oder werf mir das vor. So, jetzt kratze ich mir das einmal wieder runter, dass das rau ist. Dass die Oberlage Putzmörtel dann nachher schön Halt kriegt und sich schön reinkrallen kann hier in den Mörtel. Und dann ist das auch gut hier. So Freunde, jetzt will ich euch nochmal das Endergebnis von der Schlitzeputzerei hier zeigen. Kann man einmal durch die Wohnung ein bisschen durchgehen. Da haben wir schon mal die Stelle, wo ich mit dem Armierungsgewebe drüber gegangen bin und das dann noch übergeputzt habe. Und ansonsten haben wir dann, na, nicht so schnell, so, haben wir so die Sachen dann hier klar. Das haben wir gesehen, hier im Flur, um den Sicherungskasten drumherum. Und dann diese Sachen alles soweit in dem Raum. Das ist auch soweit alles klar. Dort ist ein bisschen mehr. Wo sind wir da? Ein bisschen mehr runtergekommen. Das ist ja immer dasselbe Thema. So im Altbau, dass dann ganz gerne schon mal ein bisschen Putz hohl ist. Und da kommen wir nämlich schon zu der Sache hier. So groß kann dann nämlich mal ein Kabelschlitz werden, wenn man dann mal richtig ein bisschen hinter den Putz hinterhakt. Ansatzweise hatte ich euch das ja schon gezeigt, ist obenrum dann noch mehr geworden. Ja, ansonsten haben wir das hier dann soweit klar. Dann gehen wir noch mal in der Küche gucken mit dem Sicherungskasten hier vom Flur aus. Und hier in der Küche war ja nicht viel, da ein bisschen die Schlitze. Und neben der Tür. Ja, aber ansonsten war es das zu dem Thema hier, wie man so Kabelschlitze verputzen kann. Und ja, wir gesehen haben, dass da auch öfter mal ein bisschen mehr Putz runterkommen kann, als einem so lieb ist. Aber dann ist eben Altbausanierung live. Da steckt man halt nicht drin. So, und jetzt wie immer freue ich mich, wenn ihr das Video liked, kommentiert und vor allen Dingen meinen Kanal abonniert, damit ihr nichts verpasst, was in der Altbausanierung so los ist.